dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Partystimmung beim Löwenduell zwischen 1860 München und Eintracht Braunschweig. Aber die Gästefans mussten sich die Augen reiben. Zwei Winterneuzugänge direkt in der Startelf. Links Marvin Poirier, letzte Saison noch Torschützenkönig in Liga 3 mit 22 Toren mit dem KSC. Und rechts Merve Biancardi, von Heidenheim gekommen, beide ausgeliehen bis zum Saisonende. Den viel besseren Start erwischten aber die Münchner Löwen in den weißen Trikots. 7 Minuten gespielt. Gute Flanke und guter Abschluss. 1:0. Efkan Bekirulu wird bedient, weil Steinhardt viel zu viel Platz hat. Braunschweig schläfrig in der Defensive und dann auch noch im Pech. Denn Nkansa, der Innenverteidiger, wirft sich zwar rein mit allem, was er hat im Zweikampf mit Bekirulu, fälscht den Ball aber eigentorverdächtig ab. Braunschweig dann mit dem neuen Duo, auch mit der ersten guten Chance. Poirier auf Biancardi nach 13 Spielminuten. Trotz allem liefen sie defensiv der Musik nur hinterher. Nächstes Beispiel, Dressel mit dem 2:0 in der 22. Spielminute. Er macht sogar mit seinem etwas schwächeren rechten Fuß. Der Pass kam wieder von Steinhardt. Und hier sieht man, was nicht funktioniert bei Braunschweig. Weder Nährich noch der Rest kommen rein in diesen Zweikampf. Dressel hat die Zeit und der Ball ist sogar noch leicht abgefälscht. Keine Abwehrchance für Fejsic. Braunschweig investierte trotzdem weiter in die Offensive. Poirier hier mit gutem Einsatz kriegt die Fußspitze noch rein, schickt Wiebe in die Spur und Bär vollendet. 1:2, der Anschlusstreffer nach 29 Minuten. Die erste halbe Stunde hatte es dermaßen in sich. War aber auch dann das letzte Highlight in Halbzeit 1. Der Braunschweiger Coach Marco Antwerpen hatte einiges zu melden. Michael Köllner, der 60er-Coach, nahm alles etwas gelassener. Aufreger dann in Halbzeit 2. Poirier regt sich zu Recht auf, weil er hier im Zweikampf mit Marco Hiller merkt, dass der gegnerische Schlussmann den Ball außerhalb des 16-Meter-Raums mit den Händen spielt. Hiller blieb unbestraft, es gab keinen Freistoß und keine gelbe Karte. Braunschweig wollte weiter offensiv, aber die 60er, die konterten dann einfach mit Mölders und der macht das 3:1. 67. Spielminute, herrlich bedient von Stefan Lex, der ja momentan die hängende Spitze bildet, hier mit dem feinen Füßchen einmal weitergeleitet. Und Mölders, der hat einfach die Qualität in der Offensive. Braunschweig jetzt auf volles Risiko und die Löwen aus München konterten einfach weiter. Wieder Mölders, wieder Lex, aber diesmal dreht sich der Spieß nicht um. Nein, nein, der Lex, der spielt nochmal zurück und wird zum doppelten Vorbereiter. Mölders zum Doppelpacker. In der 79. Minute war die Partie entschieden. Dieses Zweikampfverhalten übrigens von Mölders, das war nicht ganz fein. Gegen Ziegele hätte man auch abpfeifen können. Es lief weiter und Mölders mit Doppelpack unterwegs. Er hat ja sein Karriereende zum Sommer angekündigt, aber man dürfte auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so sein soll. Aber jetzt mache ich mir nicht bekloppt. Ja, ihr weiß, wie Fußball auch laufen kann, wenn du mal nicht triffst als Schirmer. Jetzt schauen wir mal. Ich habe meinen Rücktritt erklärt. Ich habe jetzt alle Zeit der Welt. Und dass wir gesprochen haben, das ist korrekt. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber du musst dann halt auch in der Lage sein, 2-1 über längeren Zeitraum zu verteidigen und hinten raus vielleicht nochmal irgendwie eine Chance kreieren. Aber darfst dich hier nicht 3-1 und 4-1 abschlachten lassen. Das geht nicht. Und das ist sehr ärgerlich und da müssen wir schon auch mal hart ins Gericht gehen mit unseren Spielern, das geht nicht. Für die Löwen aus München war es ein Traumstart ins Jahr 2020. 8 Spiele nicht mehr verloren. Für die Löwen aus Braunschweig heißt es warten auf einen Sieg. Seit 4 Spielen ist das der Fall. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.